Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt und wir spielen D&D oder Baldur's Gate 3, vermutlich das Rollenspiel schlechthin, basierend auf den D&D-Regeln. Und ja, alle D&D-Freunde werden jetzt jubeln, dass es macht oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht. Und ich weiß noch nicht, wie ich da das Let's Play mache oder überhaupt, denn wir können in dem Spiel über 200 Stunden mindestens verbringen und haben dann immer noch nicht alles gesehen. 100 Stunden mal garantiert für das Essentielle. Und es kommt dann auch noch Starfield, das will ich auf jeden Fall spielen. Und ich glaube, wir werden das halt so D&D-Session-mäßig machen, dass wir immer wieder mal ein bisschen spielen und dann vielleicht ein bisschen Pause, damit was anderes und dann wieder Baldur's Gate 3. Sofern ihr überhaupt sagt, ja, das ist was, das würde ich mal gerne anschauen. Es ist wirklich Hardcore D&D und weil es eilt vorweg, da sieht man teils sehr brutale Sachen und dann auch wieder sehr obszöne Sachen. Es ist alles mit dabei, alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann. Ich bin kein D&D-Experte, ich spiele es nur nebenbei, so ein bisschen hobbymäßig. Ja gut, das glaube ich tun alle, aber ich bin kein Profi, aber ich liebe gute Rollenspiele. Und deswegen muss ich mir Baldur's Gate erstmal anschauen, wie das jetzt so auf mich wirken wird. Also vielleicht sagen wir auch, wir machen gar kein Let's Play, spielst dann für mich. Jedenfalls gibt es unbedingt Feedback in den Kommentaren, wie es euch gefällt. Also sicherlich mal so 3-4 Episoden werde ich jetzt auf jeden Fall aufnehmen und dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, neues Spiel. Ach ja, Vertonung, komplett auf Englisch, aber deutsche Untertitel. So, wir sagen ausgeglichen. Jo. Taschendiebstahl. Oh. Ja, das war jetzt mal überhaupt nicht eklig. Alles klar. Okay, jetzt kommen wir zu dem Part, wo man auch schon Stunden verbringen kann. Wer sind wir überhaupt? Warte mal, Herkunft. Kann ich das ändern? Was haben wir hier? Stadion. Okay. Ich bin mir schon ziemlich sicher, was ich sein möchte. Das schaut auch nicht schlecht aus. Also rein von der Grafik her, alles auf maximal 60 FPS. Oh ja. Bis auf einen blutgetränkten Pfad hast du keine Erinnerung auf deine Vergangenheit. Im Laufe der Zeit spürst du immer wieder den Wunsch, unvorstellbare Grausamkeiten zu begehen. Wo kommen diese Gedanken nur her? Kana ist nach 10 Jahren Dienst in der Hölle. Also das ist jetzt quasi die Herkunft. Schattenherz
und er zog sich windlich ein Ritual, um ihre Erinnerungen zu löschen und so die Geheimnisse der anderen Scharenhänger zu schützen, Verlust und Schmerz sind ihr heilig. Doch nun wird ihr Glaube auf eine nie dagewesene Probe gestellt. Gales magische Künste beachten ihm einst die Liebe von Myst rein. Der Göttin der Magie. Asriel wurde auf ein Leben in den Sternen vorbereitet und sollte eigentlich klar, dass die Soldatin der Gütianki den Kosmos erobern. Doch nun muss sie in einer Welt zurechtkommen, die sie nie versteht, und einen Weg finden, ihren Volk aus einer Ebene zu dienen. Okay. Ja. Ich gehe auf dunkles Verlangen, weil das klingt am interessantesten. Hört die Geschichte dieses Charakters an. My rancid blood whispers to me. Kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured, beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me. Before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Auf jeden Fall das. Das klingt so ganz nach mir, wie ich D&D spielen würde. Okay, Aussehen bearbeiten, ja bitte. Stimmen kann man hier auswählen. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells. Something just woke up down here. Ah, ich glaube, ich bleib bei dir. So, Kopfform. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe mit dem. Und ansonsten, ich glaube, das gefällt mir eh schon ganz gut, von dem, was ich da so sehe. Kinn können wir hier noch anpassen. Nö, sowas will ich nicht. Ja, das passt doch. Kiefer. Na, glaube ich, lassen wir auch mal so, wie es ist. Hautfarbe, das will ich auf jeden Fall dunkel haben. Ja, sehr gern. Genitalien, was kann man? Standard? Vulva? Penis? Ja, okay. Machen wir das mal so. Körperschmuck. Piercings. Wo genau ändert sich da jetzt was? Lass mal das. Augen. Passt eigentlich so, dass rot ist. Schminkstil. Ah, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay. Oh, und wir können Schwanz haben. Ja, bitte. Nee. Nee. Ja, das gefällt. Gut. Dann hätten wir das auch. Charakternamen eingeben. Nee, wir sind Bravura. Gut. Fortfahren. Brauchst du einen Wächter? Tiefling. Ja, doch, ich glaube, das passt. Weiterziehen. Thank you.
Holy shit, was für ein Auftakt. Ich hab so viele Fragen. Ja, nicht schlecht. Blood in your head thrums and pounds. That pounding blood obscures who you are. An overwhelming loss of memory. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull, besides your name and a headache. But you are in danger. Okay, also wir schauen schon gut aus. Gefällt mir. Denjenigen verfluchen, der dir das angetan hat, deinen Namen laut sagen. Du hast einen Teil deines Selbst gefunden. Tief durchatmen, mit dem Kopf schütteln und nochmal von vorne beginnen. Ja, immer eins. The torturer behind this cruel prank will meet your malice when you get out of here. Killing. Now that sounds like your first good idea. Oh ja. Okay, und das ist Baldur's Gate 3. Wir spielen es halt weitestgehend von oben, aber wir können auch recht nah hier rein. Die ganzen Aktionen, springen, verstecken, werfen etc. plus unsere Sonderattacken hier. Oh, das ist grundlegende Bewegung. Klicke auf den Boden, da halte die Dinge mal so gedrückt, um dich mit dem Mauszeiger zuzubewegen. Kamera zentrieren. Okay, also wir können auch so rumgehen. Zuspecken. Was haben wir hier? This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Das Becken greifen. Nachforschung. Machen wir das mal. Und da müssen wir auch zum ersten Mal würfeln. 10 mindestens. Wir kriegen aber plus 1 wegen auf Intelligenz. So. Oh, 20. Ein kritischer Geil. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Nö, ich will es jetzt nicht anfassen, wenn es dann kaputt geht. Genesung. Let's see. Oh Lord. I feel better. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Oh, so eine Gedankenschinderkapsel. Haben wir da irgendwas machen können? Not everyone made it out alive. Oh, wir können auch Sachen einfach so angreifen. Have to keep going. Alles klar. Oh, Gedankenschinder. Please. Alles plündern. Topas. Oh, nehme ich mal mit. Ansonsten glaube ich. Ja, das sind alles die Kapseln. Gehen wir mal weiter. Ringmuskel. Alter. Wir sind einfach in einem lebenden Schiff hier drin. So, gehen wir weiter. Oder mit Hirnglas. Angreifen. Wer... Was ist das? Was? Neuralabdraht. Was? Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return! They return.
Ja, mit wem rede ich da eigentlich? A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer. A minion of the mind flayers who abducted you. Ja, ihr klingt, als hättet ihr Angst. Warum? The enemy. So many enemies. Und ich glaube, ihr könnt auch nicht mehr gerettet werden. From this body. From this case. Free us. Please. Nachforschen. Okay. Nochmal würfeln. Shit. Ist ein Fail. Ah, schade. Apart from this strange context, you notice nothing unusual about the brain. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt eklig wird. Nochmal Schädel aufbrechen. Nochmal würfeln. Oh. Das ist erfolgreich. Oh, was? Wieder Seinstärke. Okay. Bitte lass mich das nicht bereuen. Au, oh, was zum... Ah. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Your fingers twitch with the desire to rip its tender, moist meat to shreds. Was zum... Ich sag mal verschon. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. Ich habe euch einmal geholfen, mehr kann ich. Was? Ich gehe aber nicht mit euch. Wie soll ich euch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das jetzt unser Begleiter ist. Es ist ziemlich abgefuckt. We are us. Ja, geh mal einfach mal. We are going to the helm. Hey. Kommst du da mit runter oder wie la- Alter, wir haben mal hier mit beiden. Das ist absolut normal. Guten Tag. Oh, wir sind noch fleißig am Rumfliegen. Oh. Mind flayers.
Wir werden uns Gedanken schienen, wir müssen noch irgendetwas zugehen. Wer seid ihr? Wir müssen herausfinden, wo wir sind. Ja, aber schlag dir vor. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. Ich hab da. It will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. Oh, so. Alles klar. Sprich, das wird später zum Problem. Yes, der erste Kampf. Okay, ganz D&D-basierend. Ah, weißt du was? Greif mal an. Du Tiermonster. Oh geil, das hat schon gereicht. Du bleibst mal hier. Zu beten. Wie sieht's aus? Kannst du... Magisches Geschoss. Ah, auf den, der was am nächsten ist. Zweimal, einmal. Nice. Du bleibst. Kannst du Bogen schießen? Sturmangriff, Fernkampfangriff. Nice. Das war's. Okay. Dankeschön. Ja, alles mitnehmen. Ja, den Loot schauen wir uns später an. Oh, was ist das? Tank der Geschwindigkeit. Oh, geil. Sonst irgendwas Interessantes. Ich will das eine Heilstation. Immer noch einen zum Looten. Oh, geil. Alles voller Waffen hier. Alter, der hat 21 Health-Punkte. Und ich gerade mal 8. Oh, ich gehe hier drauf. Alter, wie geil das aussieht. Ja, ja. So, drauf hier. Ja, haben wir hier hinten was? Nö. Kommt ihr? Oh, das hier ist so eklig. Oh, das sieht nach Steuerung aus, I guess. Yo, das war nicht so schlau. 70, 70. Ah, der hat da noch eine Deckung. Scheiße. Also sonst was machen? Heilen, eintauschen, Knaufschlag. Stellst du dich mal hier hin? Zug beenden. So, kleiner Mann. Nicht genügend Bewegungsrate. Shit. Was kannst du so? Springen, verstecken, klauen. Was machst du? Stellst dich mal hier daneben hin. Kannst du es eh nicht mehr machen. Let's go. Wir machen nochmal den hier. Einmal, zweimal, dreimal. Okay. Einer ist noch da. So, jetzt aber. Geil. Gold, Kupferring, alles her damit. Yes. Soll ich das wirklich? Here goes nothing. The console appears dormant. An einem Schalter oder Entsperrungsmechanismus suchen, in einen Hieb versetzen. Oh, das klingt nach mir. Nothing. The console remains dormant. Ja, gut, dann halt das. Mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket.
Also fehlt irgendwas. Okay, das war's nicht. Was ist, wenn ich hier nochmal drücke? Komm her mal. Ja, bringt nichts. Ja, da haben wir noch was. Jetzt vielleicht? The console appears dormant. Warte mal, kann ich hier? Nee. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Okay, na, das hat nicht funktioniert. Let's have a look. Verschlossen. Ja, geht nicht. Sorry, wir schauen mal weiter. Oh. Das ist noch so ein Hirnding. Oder ist das... Ach so, nee, die tun uns ja generell jetzt nix. Hat sie ja gesagt. Die dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Knöpfchen drücken. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod. Commanding the person inside to change. Was für eine kranke Sache geht hier eigentlich ab? Oh, Heiltrank, immer gut. Jo. Was? Nochmal. Okay, wir gehen hier mal raus. Wie ging das mit dem Inventar? Das war ja I, ne? Tank, Schlüsselbund. Nichts Interessantes. So, raus hier wieder. Und dann rüber auf die andere Seite. Ah, Ego-Perspektive wäre halt schon cool. Aber das ist eine... Achso, das ist einfach nur Feuer. Heilen brauchen wir nicht. Ah doch, wir brauchen Heilen. Zumindest ist unser Hirn da. Hat Schaden gekriegt. Wir sind nähernd dem Helm. Once inside, do as I say. Ja gut, komm. Wir gehen rein. Ressourcen. Ansonsten springen. Kannst du weg? Ja, geh mal weg.
Ja, shit, das war klar, dass das nicht gut war. Du stellst dich mal dahin. Ganz so toll ist. Beschwörungsarbeit, ich erzeuge eine unsichtbare Geisterhand, mit dem Objekten interagieren kann. 10 Züge. Zerfleischen. Sturmangriff. Ja, machen wir so. Geht auch nicht mehr. Okay, du bleibst. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Warum habe ich nur 55%? Einmal. Zweimal. Dreimal. Sehr geil. Stell mich dann hier hin. Zug beenden. Was haben wir hier? Also, wo ist denn das? Ah, das Teil ist ja da ganz da hinten. Wir werden erstmal hier die Kollegen fertig machen. Du gehst mal weiter nach vorne. Zug beenden. Du gehst auch nach vorne. Nice. Nutze deine Außenmilch zu heilen. Yes. Zug beenden. So, wir machen den hier nochmal. Einmal. Sollte man nicht ihn. Achso, nein, wir sollten ja zuerst flüchten. Oh ne, wir können. Okay, das ging trotzdem. Alter, was ist mit ihm jetzt los? Okay, stell dich dahin. Zug beenden. Kannst du angreifen? Ja, du könntest ihn angreifen. Ah, ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Zum Angriff wurde widerstanden und mein Kreatur hat nur eine halbe Schaden erlitten. So. Ich glaube, sie schickt man nach hinten zum. Zum das Teil da verbinden. Alter, der hat 150 Lebenspunkte. Wir müssen da nach hinten. Säurespitzer. Sie ist ihre Schlag. Knochenkälte. Bin ja bis zu deinem nächsten Zug, dass das Ziel heilt. Geht nicht mehr. Okay, komm. Wir gehen auch nach vorne. Und sagt Zug beenden. Okay, er sagt sie auch nochmal. Verbinde den Koppler. Okay, komm. Weiter nach hinten. Zug beenden. Warte mal. Sprinten. Springe nach vorne, nach unten oder waagrecht. Deine Stärke bestimmt, wie weit du springen kannst. Geht auch irgendwie. Oh, Spurten. Ja, das machen wir. Bis wohin kannst du spurten? Kann ich sagen, bis hierhin? Oh, das ist wirklich viel weiter. Okay, gehen wir hier hin. It's clear. Hurry, before they strike.
Ja. Oh shit, das sind die nächsten Gegner. Kannst du angreifen? Oh fuck. Nicht mehr genügend Punkte. Spurten. Bis hierhin. Ja, das war's. So, kleiner Mann, greif dir mal an, bitte. Nice. I'm Fury. I'm Death. Ja, das war's mit Ressourcen. Könntest aber noch nach vorne laufen. Make way. Und einmal heilen. Gut, Zug beenden. Ja, jetzt kriegen wir einen auf die Klatsche. Das war klar. So, Spritz. Kriegen alle beide ab. Wir gehen auch nach vorne. Trank der Geschwindigkeit. Nee, das lass mal. Okay, Zug beenden. Nice, viel geschlagen. So, Kleiner. Greifen wir den Typen da an. Yes, dead. Und dann noch da hinten. Ah, shit, ja, weil ich geflüchtet bin. War irgendwie klar. So, Sturmangriff. Nice. Fahr mal dahin, bitte. The Helm's Alien Transponder. You made it in time. Was zum Teufel, aber waren die Angreifer nicht auf unserer Seite? Ich meine, die wollten das ja zerstören. Naja. So, jetzt müssen wir uns noch um den einen Typen da drin kümmern. Okay, das ist die erste längere Ladesequenz hier. Jetzt aber Flächen könnte ich einspinnen, verhindern aber auch Fallschaden. Prima geeignet, um weich zu landen. Danke.
You half expected your memories to return once you were free of the Mind Flayership. But your past is still an aching void. If you don't find a way to remove the tadpole burrowed in your brain soon, your future will be as blank as your past. Your head whispers vengeance. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. Oh! Okay, sind das unabhängige Aktionen. Du hast eine Aktion als Ergebnis eines anderen Attributs, Merkmals oder Zustands freigeschaltet. Sie verbleibt neben deiner Schnellleiste, solange die Voraussetzungen gegeben sind. Was genau war das? Okay, da hat so ein XXL-Tentakel. Da hinten ist vermutlich das Schiff. Alles klar. Oh, es sieht alles so mega schön aus. Was haben wir hier? Also Kampfstab. Ja, komm, wir gehen einfach mal. Was bin denn hier? Geil, Gold. Ja, damit. Drink in the pungent corpse. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs. With your hands close to this body, you know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face. Dich zu erinnern, versuchen, wann du das letzte Mal vor einem Leichnam standest. Gerade eben? Aber ja, Grenzen. This feels like home. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. Ja, ich glaube, ich werde Evil spielen. Oh yes. Ah, da. Aus Gegenstände hervor, in der Nähe befindliche Gegenstände hervor, um das Auffinden mit Alt. Oh. Das ist sehr praktisch. Oh ja, ja, damit den Held fangen. Don't mind if I do. Alles mitnehmen hier. What's hiding here? Suspension aus Meergras. Okay. Oh, das Hirn. Hat's nicht geschafft. 700 Liter für Umbelle. Kann man da schon Sachen einsammeln für eine spätere Quest? There must be a settlement nearby. Achte darauf, Essen und Getränke mitzunehmen. Die brauchst du, um während seiner langen Rast Gesundheit und Ressourcen wieder zu beleben. Oh, cool. Das ist auch mit dabei. Affirmierter Brief. Okay. Okay, hier sind alle tot. Geht's denn hier beim Schiff noch irgendwie weiter? Oh ja, komm, lass mal da hingehen. Aber zuerst plündern. Oh ja, Goodies. Nice. Oh shit. Achso, ja, die tun mir ja nix. Noch nicht. Oder doch? Okay. Scheiße, beide haben Spurten. Better stay back. One strike could be lethal. Zielsicherer Schlag. Naja, wir können ja das jetzt hier machen. Einmal, zweimal, einmal. Okay, ist weg, ansonsten kann ich nichts mehr machen. Okay. Ist nicht dein Ernst. Ja, okay. Gott sei Dank ist ein Autosave da mit an.
Oje, oje, okay. Oje, ich sehe schon, wir sind bei 45 Minuten. Liebe Leute, ich glaube, an der Stelle belassen wir das auch mal für die erste Episode hier so. Und schauen uns den Strand in allen Details in der nächsten Episode an und gehen vielleicht nicht wieder zurück in das Schiff. Sonst gibt's Aua. Aber ui, ui, ui. Ich meine, wir haben jetzt nur dran gekratzt. Ich bin schon sehr gespannt drauf, wie es jetzt hier noch weitergeht. Und vor allem unser Charakter finde ich sehr interessant. Vor allem diesen Evil Touch. Er hat schon was. Ja, euer Feedback gerne in die Kommentare. Bis dahin, wünsche ich viel Spaß. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.